Englische Bombe ist aber cooler. Ich schau nach, wie man den blöden Zerfreeset macht. Gibt die Option hier gerade nicht. Da ist sicherlich dieser Flit. Start B and X. Ja, hat funktioniert. Du musst nur Ike sterben lassen. Das ist gar nicht so, das ist gar nicht mal so einfach. Cooler, ne? Finde ich, glaube ich, auch. Ike stirbt nicht. Du kannst Ike nicht sterben lassen. Du kannst einfach reinstellen. Der beliebt halt das meiste. Ratter, 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 ratter. Gut, dann mache ich die Position aber ein bisschen anders. Weil dann darf die Titanen jetzt hier hinten verteidigen. Dann macht ihr jetzt hinten die Defense-Linie. Und ich pack mal so Ike und Titania hinten. That's the joke. Ja, merk schon. Sehr witzig. Pff. Nee, bis wohin kannst du denn gehen? Was hast du denn für eine Range? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, da solltest du vielleicht nicht unbedingt stehen. So. Das ist... Wow. Das war jetzt nicht so cool. Ach, Wurfball habe ich ausgerüstet, ne? Das hat ja ein großes Gewicht. Nächstes Mal sollte ich vielleicht nicht das Wurfball ausrüsten. Wäre vielleicht auch hilfreich. So. Schauen wir mal, ob es diesmal besser klappt. Einfach Rising mitnehmen, ja. So. Nicht nochmal. Wir haben es jetzt einmal gesehen, das muss jetzt reichen. So. Items. Diesmal gebe ich ihm auch die Eisenaxt. Und dich ziehe ich in einen sicheren, Abstand. Dazu. Kann ich jetzt. Also, die beiden werden definitiv hier Stellung beziehen. Ganz kurz schauen. Erstmal vielleicht die sichern, die nicht die beste Defensive haben. Moment. Nein. Das war. Also das sind wirklich schon die fairen Bedingungen, muss ich schon sagen. Total. Mordecai kann auch noch mit rein. Und der Langspeer Heinz. Ah, wobei. Machen wir da unten hin. So. Gebe ich ihm mal das Wurfball in die Hand, weil er war ja gerade ein Bogenschütze. Dann kann der ja schön sie angreifen und du bleibst hier. Eisenschwert ist okay, denke ich. Ja, das kennen wir ja schon, den Text. Bringt mir Haare. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also Nefini kann ich euch schon mal sagen, werde ich definitiv benutzen, weil Nefini ist toll. Wir wurden entdeckt und bleibt uns nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Hat das gerade eben auch gesagt? Damit sollte ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden machen, als mit dem. Vor allem doppel ich so. Das ist der Hauptgrund. Bin wieder da, gerade auf Tab gewechselt. Ah, alles klar. Sind fair genug, es dir zu sagen, nach deinem Zug, während sie da in dein Gesicht laufen, um deine Freunde zu töten. Ich finde, dieses Matchup ist schon fairer, muss ich sagen. Weil Titania halt damit besser umgehen kann. Ob das jetzt die beste Idee ist? Wie viel Schaden machst du mir, wenn du triffst? Wir werden es niemals erfahren. Ah doch, er hat noch ein KP. Aber schön, damit habe ich jetzt ein paar Einheiten, die ich mit meinen schwachen Einheiten killen kann. Also finishen. So, jetzt soll ich das nochmal durchklicken. Sie ist auch sehr wortkarg, oder er. Warum hat Kevin jetzt eigentlich kein Gesicht mehr? Gerade eben hat er doch noch eins, als ich auf seinem Ding war. Ein Herzchen für Frozen und ein Cold Heart. Ja gut, du kannst noch nicht in die Gestalt ändern. Das ist tatsächlich jetzt ein bisschen doof. 2x14 ist solide.
Lässt sich aber wieder mit 2 KP überleben. Moment. Was habt ihr für eine Range? Nicht so, dass du angreifen kannst. Das ist eigentlich ganz nett. Muss ich doch sagen. Habt ihr noch irgendwelche Waffen, die ich jetzt gerade nicht gesehen habe? Eisenklinge. Wollte ich nicht. Okay, alles keine Distanzwaffen. Das heißt, ich kann hier mit dem Hammer einfach mal draufhauen. Brauche ich den Hammer überhaupt? Nee, brauche ich nicht. Ich werde das vermutlich gerade. Ich höre, die waren sich mitten im Kapitel unsicher, ob Kevin nun eine Unit ist oder nicht. Anscheinend. Kieran rekrutierst du, by the way, mit Oscar. Ah, okay, wenn ich sowas wissen muss, das ist interessant. Dann weiß ich dann nämlich auch Bescheid. Ja, den boxen wir mal um, würde ich sagen. Und tschüss. Bams. Das mit dem Treffen, ne? Es ist so eine Sache. Sehr gut. Kann jetzt hier theoretisch wieder zumachen. Oh jo. War das jetzt so clever? Ich weiß es nicht. 2 × 10. 26. Ja, es killt nicht ganz. Könnte ich Oscar noch den Finish geben? Ja, die Frage. Na, Donner würde hier eigentlich schon killen, wenn er nicht den treffe. Dementsprechend probieren wir es einfach mal aus. Gucken, was passiert. How can I be a troll if I don't troll? Kapla. Türschlüssel halten. Woo! Die drücke ich meine Eisenachse ins Gesicht. 2 mal. Im besten Falle, wenn ich treffe. Bonks. Yo, die Vibration vom Gamecube-Controller fällt mir jetzt erst auf. Ich habe es gerade auf mein Bein gelegt. Meine Fresse. Erdbeben. Verhältnisse so. Ein neues Gläschen Wasser muss bereit sein. Habe ich jetzt auch lieben gelernt, wenn du im Stream Wasser trinkst. Gut viel Stimme. So, was ich jetzt so ganz bedacht habe, ist, dass ich natürlich den irgendwie finishen müsste, ne? Hm. Da war ja was. Ja, das würde ihn sogar killen, wenn ich beide Male treffe. Wir kennen ja Double Roll, ne? Machen wir einfach mal drauf mit dem Stahlschwert, dann ist er weg. Weißt du noch, als auf Fire Emblem wirklich stand, dass Sorin der beste Mage ist? Weißt du noch, als Sorin kein Mage abbekam? 8 Mal? Nicht? Okay. Ach ja, der gute alte Sören. Ist schlimm schon mit dem, ne? So. Drücken wir dem mal hier. Frage ist, killt Sorin denn den? Ich hoffe es mal, aber ich würde ihn nicht dahinstellen, weil ich gerne damit Ding hin würde. Donner. Und was habe ich denn noch am meisten? Vom normalen Feuer vielleicht? Ja, Growth sind halt nicht reliable. Das sind meine Bases. Erledige ich auch gerne. Aber Base-Werte, die gut sind. Sören ist cool. Ja, ich würde ihn ja auch gerne benutzen, aber er macht halt keinen Schaden. Rania ist so eine Base. Ja, das ist tatsächlich wahr. So. Und weg. Nicht Sören! Hatte ich mich hier schon mal bereit, weil ich glaube, ich könnte dich hier vielleicht gleich gebrauchen. Tür! Wahrscheinlich brauche ich damit aber einen anderen Charakter. Nee. Wahrscheinlich das Beste, mit einem kremierischen Soldat, mit einem Björk zu sprechen. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Doch, most Sorin is Sorin, so schlecht wie er ist. Ja, das ist halt leider Gottes gar nicht mal so unwahr. So. Zug beenden. Kommt die jetzt nochmal von hinten? Bitte nicht.
Zweites Autokorrektur. Würde ich jetzt auch sagen. Gleich so viel machen sie in ihrem Zug. Das ist ja unglaublich hier. Bin erstaunt. Muss ich schon sagen. Okay. Da ist ein Mage dabei. Ist nicht ganz so cool. Aber okay, denke ich. Eisenlanze, Eisenlanze. Mehr Eisenlanzen und Eisenschwert. Kurz mal durchschauen. Also Titania ist halt hier schon mal eine Einheit, die ich sehr gut reinstellen kann. Der Sekos bei der alten Shooter ist bei mir aufhören gebrochen. What? Sehr gut. Warte mal ganz kurz. Ein Wurfball. Treffe ich zwar nicht so sicher, aber ich kann den Mage, wenn er mich angreifen sollte, kontern. Das ist wiederum ganz nett. Habe ich noch eine Einheit, die nicht Ike ist, die auch ein bisschen Resistenz mit aufweist, neben der Verteidigung. Resistenz, Verteidigung. Verteidigung. Nein. Gut. Das ist eine sehr gute Grundlage dafür, dass ich da vorne einen Mage stehen habe. Mit... Ja gut, 11. Macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Um echt zu sein. Kann halt wahrscheinlich trotzdem noch irgendwas reinstellen. Kann halt auch Beut mal Boy reinstellen. Oder ich kann mit Beut ihn killen. Vielleicht. Könnte ich. Wenn ich beide mal treffe. Wäre weg. Frage ist, wie viel machen die anderen? Dafür muss ich mir mal kurz anschauen, was die anderen Offensivwerte sind. 16. 15. 15. Wie viel Treffer hast du? 10. Wenn ich den vorher wegbekomme, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, wenn ich Titania mit einsetze. 13, ja gut, das ist, nicht das, ist eigentlich nicht das größte Problem. Ich habe heute festgestellt, dass Fireman Echo ist echt gut, das ist auch ziemlich gut. Muss ich auch sagen. 9. Naja, vieles was anderes. Hallo Internet, danke, dass du wieder mal nicht da bist. Magst du wiederkommen? Danke. Das hätte ich auch so sagen können. Das ist tatsächlich auch nicht so schwer zu erkennen. Wie viel hast du eigentlich? Ich wollte eigentlich wissen, wie viel du hast. Du! 9 Verteidigung, das ist tatsächlich sogar okay, I guess. Eisenlanze. Du doppelst halt nicht. Das ist das, was mich am meisten aufregt an dir. Warum doppelst du eigentlich und du nicht? Na gut, du bist halt... Ne? Wie schnell sind die anderen hier? 3. Okay. 3. Okay. Das heißt, insgesamt haben wir hier 15, 16. Soll ich den killen? Er hat halt schon ein bisschen Schaden gefressen. Er hat nur noch 29 KP, das heißt, er bekommt jetzt 9 von dem. 5, 6 sind... 11 und dann habe ich noch 9. Dafür müsste ich jetzt noch einen anderen tanken. Den da oben, den Heinz. Mit 15, also nochmal 5. Sollte ich leben! Rein rechnerisch. Aber nur, wenn ich auch den Mage kille. Wenn ich ihn nicht kille, bringt das mir alles gar nichts. Warum muss das jetzt schon wieder so eine doofe Entscheidung sein? Lass mich noch überlegen. Komme ich eigentlich, komme nicht ganz ran, ne? Doch, ich komme so ganz ran. Ja, ich kann sie auch mit Titania ausschalten. Gut, wenn ich das. Den ausschalte. Dich halt noch, ne? Wäre ganz geil. Aber dich kriege ich auch noch ausgeschaltet, notfalls. Muss halt nur irgendwie jetzt ein paar Einheiten reinstehen, die dann hier blocken am Ende. Das heißt, da kann ich aber dich reinstellen und eventuell noch dich, weil du hast eh so eine gute Verteidigung. Auch wenn du einen Schaden frisst, werden das alle überleben, denke ich, hoffe ich. Meine ich? Nee, dann greife ich dich lieber direkt an. Ja, diese Auswahl hier, ne? Das ist immer wieder schön. Ah, ich bin unsicher, wie ich es machen soll. Ich boxe jetzt den scheiß Spakoyom. Ganz einfach.
Aber das ist nicht eine schlechte Entscheidung. Wir werden es sehen. Notfalls geht's halt schief. Nee, nicht durch dich. Ich würde dich aber auch killen damit. Jetzt erwartet. Boxen wir den mal um. Klar hätte ich hier wahrscheinlich ein bisschen sicherer spielen können, aber... der Crit ist jetzt nicht nötig gewesen, aber okay. Katapultieren gleich in die nächste Dimension. Ich schicke dir mal ein paar Bob Ross Videos. Blöd, dass sie jetzt gerade nicht unten rankommt, weil ich mit ihr könnte ich halt nochmal einen guten Chip draufpacken. Ja, Ike, du bist leider Gottes unglaublich doof gesetzt von der Position her. Was Schaden machst du eigentlich? Es ist sogar... okay, 7 Punkte? Damit kann man arbeiten, ne? Wie viel macht der mir? 3. Wann macht einer so... wann macht einer mal so viele Herzen für Mo? Oh Mann. Ach, es ist schon in Ordnung. Alles gut. Ich glaube, ich nehme mal lieber die Eisenlanze. Hat das andere noch einen Vorteil? Nee, er trifft mich sogar wahrscheinlicher. Dementsprechend Eisenlanze drauf. Gutes. Ein Herz für Mo. Das ist aber lieb von euch. Dankeschön. Damit kann ich leben. Damit kann ich jetzt verhindern, dass die da hinten durchlaufen. Bringt mir halt auch nicht so viel. Machen wir das doch mal. So. Holst dich mal um. Wenn ich dann treffe. Ganz viel Liebe an morgen. Dankeschön, Dankeschön. Oh mein Gott, ihr seid viel zu nett zu mir. Gar nicht verdient. Ups. Einfach ausweichen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Fällt auf, dass ich... ich hätte auch Boyd vorher einfach einmal heilen können. Ich meine nur, es wäre vielleicht eine Idee gewesen. Aber okay. Ja, wie viel KP hast denn du? 25. Frisst 6 von dem. Frisst Raps. Dementsprechend 7 von dem. Nee, 8 von dem. Ist okay, aber dann kann ich Ding vielleicht die Ding... Aussagen, ne? Kann ich Ding vielleicht die Ding geben? Der hat nicht so verdient, der hat Komplexe. Schickt mehr Herzen. Nein! Alles gut. Dann bin ich vielleicht Fulltime da. Ja, würde mich freuen. Kann ich mit Zorin die EP abfarmen? Oh, die Animation ist ja cool von den Dieben. Finde ich gut. So. Zorin, mein Freund. Nehmen wir. Und weg. Ich will ihn leveln, damit er vielleicht mal das noch irgendwie ausgleichen kann. Vielleicht mag er irgendwann auch nochmal Mage abbekommen. Wie hoch ist seine Mage Growth Rate als was ist er gerade? Magier? Jetzt erwartet. Wie billig das einfach Magier ist. Wer hat denn ein bisschen am meisten KP verloren? Wenn ich gerade rankomme, du! Volker. Be healed! So. Ich habe das Gefühl, Mordecai ist so eine Einheit, die man später einfach reinstellen kann. Das war zu erwarten. Jetzt bekommt Luke 60% Mage up! Wow! Kein Kommentar meinerseits. Boah, das macht ja fast einen Schaden. Fast schon irgendwas, was man als Schaden betiteln könnte. Ei. Na komm. Gib dem Jungen Level ab. I call it Hex. Das call ich aber auch gleich, wenn er so weitergeht. Kann ich mit dir quatschen jetzt? Ja, kann ich. Du, wir sind hier, um dich zu retten. Ah. An deiner Kleidung erkenne ich, dass du kein Soldat bist. Ich bin ein Pilger. Mein Name ist Zephiram. Ran. Nicht Ram. Bist du ein Mönch? Warum haben sie dich gefangen genommen? In der Nähe ist ein Dorf. Ich habe dort einen verwundeten Ritter aus Kremia behandelt. Es gab keine Verhandlung. Trotzdem bin ich seitdem hier gefangen. Verstehe, das erklärt alles.
Wir sind hier, um die Kriegsgefangenen zu befreien. Du solltest die Gelegenheit zur Flucht nutzen. Du lässt mich frei? Das ist sehr freundlich von dir. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne deinen Namen erfahren. Ich bin Ike von Greit Söldnern. Bitte, die Zelle ist offen. Geh, solange du kannst. Vielen Dank. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege noch einmal, Ike. Okay, gut. Ike chillt ein bisschen. Der Fokus Blast Mist des Fire Emblem-Universums. Ja, so kann man es betiteln. Frame Drops, please. Ist nett, dankeschön. Schön, dass die Leute auf YouTube keine Ahnung haben, was ja nicht passiert. Wenn das mal auf YouTube kommt. Irgendwann mal dann. Er ist ja relativ nah an einem Level-Up, würde ich jetzt behaupten. 2x8. Sichiran ist auch so eine Ausnahme meiner Vorlieben. Wie eine Ausnahme deiner Vorlieben, wie meinst du das? Also magst du ihn oder magst du ihn nicht? Weil das ist eine Sie. Ich hätte Sifiran eher als Männernamen entpuppt. Es könnte halt irgendwie beides sein. So. Du magst ja klar die Mädchen, Radiant Dawn fertig macht. Alles klar. So. Level up in einem guten Level up vielleicht. Das wäre doch mal eine Idee. Nein! Oder gar kein Level-Up. Unfähigkeit. Meine Damen und Herren, sie hat einen Namen. Reicht das, wenn ich hier mit der Eisenlanze angreife? Um Level-Up zu bekommen. Ich hoffe es doch mal. Tu mir den Gefallen, Spiel. Gib dem guten Oscar sein Level-Up. Er hat es sich verdient. Danke! Gutes Level up, bitte! Komm! 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 Das sind jetzt nicht die Werte, die ich mir erhofft habe, aber okay, ist nicht bad, sagen wir so. Wenigstens waren es ein paar verschiedene Werte. Oder so. Ja. Guck mal da. Eisenaxt. Es killt halt immer noch nicht. Ich bin etwas enttäuscht. Aber irgendwie doppel ich ihn doch nicht. Ja, doch nur die Eisenlanze, ne? Man darf man jetzt auch wieder nicht unterschätzen hier. Ja, selbst damit kill ich ihn nicht. Ja gut, dann hau ich mir Eisenaxt, beziehungsweise Titania wird ihn wahrscheinlich einfach in die nächste Dimension katapultieren. Beziehungsweise halt, ich kann ihn natürlich mit Volker angreifen. Und dann den Kill abstauben, wenn Volker nicht crittet. 10 Mages, Heiler und kleine Chars zu meinen Favoriten, bis auf ein paar Ausnahmen. Takumi ist auch keiner. Nee. Würdest du bitte killen jetzt? Tschüss. Level up für Boyd! Der Farb ist nice. Kann man mitarbeiten. Ein totes Erhalten. Sehr gut. Und jetzt kann ich irgendwen heilen. Und ich glaube, du wärst der naheliegendste Kandidat dafür. Heilung. Ja gut, der eine KP. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Voll raus. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen, Not. Hab noch einen schönen Abend. Wir hören uns. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das meine Favoriten sind muskulöse Männer und Männer mit Bärten. Komisch. Oh nice, er hat seine Biestgestalt angenommen. Damit könnte ich ihn ja fast schon wo reinstellen einfach. Alter, 16 Verteidigung, ne? Das ist 31 Angriff. Mit 11 Speed. Meine Fresse. Dann kann ich halt einfach hier oben reinstellen, der frisst halt einfach alles weg. So, da tun es Kevin. Beste Name einfach. Ich könnte eigentlich einen Türschlüssel verwenden, fällt mir so auf, ne? Wer hat denn einen Türschlüssel bekommen? Du hast doch einen bekommen, ne? Kann ich Items tauschen? Tausch, ja, kann ich. Gib mir mal bitte einen Türschlüssel. Weil sie halt als Reiter noch ein bisschen weiteren Weg zurücklehnen kann. Lehnen fast, legen. Ich mag alle Reiter sehr gerne. Bei mir gibt's nicht
Aufbrechen! Nee. Was macht denn aufbrechen? Probieren wir es mal, was aufbrechen macht. Okay, dafür brauche ich dann 2 Hits. Alles klar. Okay, dann hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht so gemacht, aber... Warum gehe ich jetzt da lang? Ich brauche jetzt nicht zigtausend Einheiten da drüben. Ding Oscar müsste aber darüber, weil du meintet ja, dass Oscar mit Kevin quatschen muss. Ich lasse mich raten, für Brom brauche ich dann allerdings doch wieder Ike. Das heißt, Ike darf jetzt erstmal wieder einen weiteren Weg in diese Richtung laufen. Da muss noch Neffini. Neffini muss man natürlich mitnehmen. Langspeer, ne? Wunderbar. Kurzspeer, Langspeer, Stahllanze. Aber eigentlich bist nur du interessant. Ich habe das Bedürfnis, gerade Mordecai einfach hier oben reinzustellen und zu sagen, yo, tank mal ein bisschen. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das möchte. Ich stelle Beut da oben rein. Wisst ihr? Hauen wir schon mal drauf, dann ist schon mal ein bisschen Schaden drauf. Bonks. Wollen jetzt eh da oben reinstellen. Kann ich Mordecai daneben dran stellen. Als Backup-Einheit. Beziehungsweise, warte mal ganz kurz. Das war jetzt nicht so clever. Ich hätte erst Beut heilen sollen, weil er hat nicht mehr so viele KP, fällt mir gerade auf. Ups. Er hat 20, das würde er noch leben, aber langsam sollte ich ihn nochmal heilen. Ups, das war ein bisschen blöd. Okay. Aber ich denke, das solltest du noch leben. Parsival. Trotzdem ein bisschen Heroes. Sad. Wer braucht schon KP, wenn er nicht getroffen wird? Also ohne Flieger, also solche wie Star, Sully, Sigurd. Ist doch ganz cool. Yay, ich komme! Ja, jetzt kann ich es auch richtig aufbrechen, wenn ich jetzt schon dabei bin. Bonk! Tür kaputt. Aber sie geht normal auf. Das ist natürlich sehr logisch. So, dann kannst du in diese Richtung gehen. Ich sehe schon, Ike hat einfach in dem heutigen Stream keine Berechtigung, was er seinen Gegner gekillt hat.